Ein knackiges High-Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute spielen wir mal die HMS Edinburgh. Sie ist Stufe 7 bei den Briten, ist allerdings ein leichter Kreuzer. Es ist auf Stufe 7 der erste leichte Kreuzer. Wir sind es von den anderen Nationen gewohnt, dass es eigentlich alles schwere Kreuzer sind. Die Edinburgh ist leider ein leichter Kreuzer. Ob das ein Nachteil ist, werden wir natürlich nachher im Gefecht herausfinden. Die Keylegung der Edinburgh war am 30. Dezember 36 und ihre Indienststellung war am 6. Juli 39. Ihre Länge betrug 187 Meter und ihre Breite 19,3 Meter. Die Edinburgh war ein leichter Kreuzer und gehörte zur Town-Klasse. Geschichtlich gibt es nicht ganz so viel zu ihr zu sagen. Da gibt es einen großen Aspekt und den werde ich euch jetzt mal erzählen. Am 28. April 1942 startete sie im Kleidzug von Murmansk mit Kurs auf Island. Beladen war sie mit 5,5 Tonnen Gold. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schön. Das Gold diente als Bezahlung für Rüstungsgüter an die Sowjetunion. Viele der Besatzungsmitglieder wussten davon natürlich nichts, sonst hätte es wahrscheinlich eine Meuterei gegeben. Am 30. April 1942 wurde der Kleidschutz von deutschen U-Booten entdeckt. U-456 feuerte einen Fächer von 3 Torpedos ab. Zwei trafen die Edinburgh, einmal Mitches und der andere Achtern. Die Edinburgh war schwer beschädigt, die Ruderanlage fiel aus und sie hatte Schlagseite. Allerdings schwamm sie noch. Der restliche Verband versuchte die U-Boote zu jagen, was durch schlecht Wetter abgebrochen werden musste und somit konnten die deutschen U-Boote fliehen. Man versuchte nun die Edinburgh nach Murmansk zurückzuschleppen. Am 1. Mai 1942 wurden 3 deutsche Zerstörer ausgesandt, um den Kleidzug zu stellen. Darunter die Z-7, die Z-4 und die Z-25. Am 2. Mai um 6.17 Uhr erblickte Z-25 plötzlich zwischen Schneeschauern die Edinburgh, aber auch die sofort zu ihrer Verteidigung heranpreschenden britischen Zerstörer. Eine Schneeschauer versperrte die Sicht jedoch wieder und nur Z-7 hatte noch Sichtkontakt. Bevor hier jedoch die Torpedos aus 780 Metern Entfernung zum Einsatz gebracht werden konnten, feuerte die Edinburgh mit ihrer überlegenen Artillerie die erste Salve, die aber nicht traf. Die zweite Salve traf jedoch perfekt und zerstörte unter anderem den Maschinenraum von Z-7. Infolgedessen blieb das Schiff manövrierunfähig und langsam sinkend zurück. Die Besatzung ging von Bord und sprengte um 8.30 Uhr das Wrack mit einer Wasserbombe. Die verbleibenden deutschen Zerstörer griffen jedoch weiter an und Z-25 erzielte um 7.02 Uhr einen Treffer mittschiffs auf der Backbordseite der Edinburgh. Die neuen Zerstörungen machten das Schiff unrettbar. Die verbliebene Besatzung ging in die Rettungsboote und wurden von den Begleitschiffen aufgenommen. Die deutschen Zerstörer zogen sich zurück. Um 8.52 Uhr wurde die Edinburgh durch einen Torpedoschuss aus Nahdistanz 180 Seemeilen vor Murmansk in 260 Meter Tiefe auf den Grund der Barentssee geschickt, um die wertvolle Ladung nicht in Feindeshand gelangen zu lassen. In den 60ern und 70ern wollte man das Gold im Wrack bergen. Da die Technik dort noch nicht so weit fortgeschritten war, blieben diese Bemühungen erfolglos. Im September 81 wurde in Moskau ein Bergungsabkommen mit der Sowjetunion für 2 Jahre unterzeichnet, welches vorher von Großbritannien genehmigt worden war. Das Bergungsunternehmen trug alle Risiken, erhielt dafür aber 45% des gefundenen Goldes. Der Rest wurde zwischen der Sowjetunion 67,68% und Großbritannien 32,32% geteilt. Die Bergung wurde Operation Greyhound genannt und gelang. Ja, Freunde, das war die Geschichte zur HMS Edinburgh und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Gefecht und schauen mal, was so ein leichter Kreuzer auf Tier 7 anrichten kann. Bis gleich! So, meine Freunde, willkommen auf der HMS Edinburgh und dann schauen wir mal, was wir hier so mit einem leichten Kreuzer auf Stufe 7 anrichten können. Wir sind auf Zuflucht, Basis erobern und werden jetzt erstmal schauen, wie wir hier fahren. Ich würde gleich sagen, wir fahren rechts runter, damit wir hier nicht so alleine sind. Ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen den Stream gemacht gehabt, wo ich alle britischen Kreuzer vorgestellt habe und habe dann selbst ganz schnell feststellen müssen, dass ich mir erstmal die britischen Kreuzer in aller Ruhe selbst anschauen muss, um mit denen klarzukommen. Anfangs hat mir wirklich die HE gefehlt. Ich habe dann nochmal den Kapitän komplett umgeskillt, wirklich alles auf AP, auf Reichweite, auf die Torpedos geskillt und natürlich auf Tarnwert. Und seitdem machen mir die Briten wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die HE vermisse ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich spiele die britischen Kreuzer halt wirklich, ja, so ein Zwitter zwischen Zerstörer und Kreuzer. Also sie haben schon wirklich so ihren komplett eigenen Spielstil. Da muss man sich dran gewöhnen, wenn man das so
ein bisschen rausgefunden hat für sich selbst, macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich sage auch gleich zu Anfang schon, also für die Leute, die Kreuzer mit Kreuzern überhaupt nichts an Hut haben oder halt auch Kreuzer erst gerade anfangen zu spielen, also die britischen Kreuzer sind definitiv nichts für Anfänger. Also da geht lieber auf die Amerikaner oder Japaner oder Deutschen oder Franzosen. Die sind da deutlich einfacher. Jawohl, hier haben wir erstmal 7563 Schaden auf die Baltimore drücken können. Und das Schöne ist ja, da ich den Lemonnier als... Boah, da hat sie aber auch gefuttert. Als Inspiration drin habe, gehen wir natürlich sehr, sehr schnell wieder zu beim Schießen. Manchmal auch gar nicht erst auf. Also das ist schon sehr, sehr geil und auch ein sehr großer Vorteil. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ah, da hinten ist eine Bismarck. Hauen wir hier mal eine schöne Breitseite raus. Und ihr seht, ich bleibe zu. Ist sehr, sehr geil. Und ich habe natürlich als Inspiration den japanischen Zerstörerkapitän, um einfach nochmal meinen Torpedos mehr Schaden zu gewährleisten. Und das ist wirklich natürlich eine sehr, sehr schöne Inspiration. So, wir gehen jetzt hier auf die Kneisenau. Sind jetzt aufgeklärt. Dort ist eine HMS Hood. Über die habe ich ja letztens ein Video gemacht gehabt. Oh, hier kommen Torpedos. Ah, können wir denen ausweichen? Können wir denen ausweichen? Oh, Gott sei gesegnet. Sie sind gerade ausgelaufen. Sehr, sehr schön. Und ihr seht, die Franzosen, sage ich schon. Die Briten sind wirklich sehr wendig. Haben natürlich eine relativ langsame Drehgeschwindigkeit in der Türme. Habe ich natürlich auch nochmal ein bisschen verschlechtert. Da mir der Reload wirklich sehr, sehr wichtig ist. So, da haben wir eine feindliche Vanguard und eine feindliche Fidschi. Die Fidschi wird auch demnächst als Video kommen. Auch ein sehr, sehr geiler Kreuzer. Macht mir auch sehr viel Spaß. Habe ich auch sehr schöne Runden mit hingekriegt. Ah, schön. Nochmal 5000 Schaden draufgedonnert auf die Fidschi. Haben hier jetzt unseren Nebel aktiviert, damit unsere Atlanta dort geschützt ist und schießen kann, wie sie möchte. Ah, ich komme auf die Fidschi nicht dran. Ah, schade. Fidschi ist auch raus. Also ihr seht schon, die Briten sind wirklich sehr, sehr gute Unterstützer. Also mit dem Nebel kann man wirklich anderen Schiffen wirklich sehr viel helfen. Dort ist nochmal die feindliche Kneisenau. Also ihr seht schon, hier kommen natürlich jetzt hier einige Schlachtschiffe um die Ecke. Oh, die feindliche Asashio. Die sollte natürlich ziemlich schnell rausgenommen werden. Aber sie steht natürlich sehr, sehr bescheiden. Also da wird man nicht viel treffen. Dann werden wir jetzt hier nochmal auf die Kneisen ausschießen. Bleiben natürlich in unserem Nebel, damit wir nämlich nicht aufgehen. Und solange die Kneisenau dort patrouilliert, können wir natürlich auch nicht auf die Asashio gehen. Und ihr seht, der Reload ist wirklich geil, ne? Der Reload ist wirklich geil. Sehr schön, Kneisenau ist raus. 33.000 haben wir schon. Und dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Die Vanguard kommt noch. 26 Sekunden Nebel haben wir noch. Werden wir jetzt hier auch ein bisschen ausnutzen. Und ihr seht, ne, sie ist auch wirklich ziemlich präzise. Also das Ding macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt werden wir hier weiterfahren. Man muss halt wirklich aufpassen, es sind halt leichte Kreuzer, das darf man nicht vergessen. Also auch schwere Kreuzer können euch wirklich sehr viel Schaden drücken. Aber dafür habt ihr halt wirklich den Vorteil, dass ihr sehr, sehr wendig seid und damit solltet ihr wirklich spielen. Also ihr solltet immer in Bewegung bleiben, wenn ihr auf seid. Euch anwinkeln, versuchen den Salben auszufahren, auszutricksen. Ja, und ihr habt natürlich, ich hab's gesehen, ich habe halt auch die Torpedo-Reichweite gelevelt. Dadurch habe ich 11 Kilometer Reichweite. Also man kann das Ding wirklich spielen wie ein Zerstörer. Ah, jetzt haben wir hier mal eine gekriegt. Gut, dass er nur mit HE geschossen hat. Sonst hätte es wahrscheinlich etwas mieser ausgesehen. Und ihr habt natürlich gesehen, dass ich wieder den Perk drin habe, dass wir weniger Schaden erleiden. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Perk. Oh, da ist eine feindliche Atlanta. Und die schießt hier auf uns.
Ich glaube, dem brennt der Dachstuhl. Ah. Da werde ich mich rächen, Atlanta. Ich glaube, es geht los hier. Ah, jetzt ist er zu. Ah, kommen wir da durch? Sollten noch ein bisschen abbremsen, damit wir natürlich den Schlachtschiffen nicht rechts offen erscheinen. Na komm, Atlanta, wo bist du? Da bist du, mein Freund. Ah, ist aber dazu. Komm schon. So, jetzt hau mir ja schön einen raus. Und Zitadelle, meine Freunde. Sehr, sehr schön. Hau mir nochmal eine volle Breitseite raus. Und noch eine Zitadelle. Jawohl. So schmeckt das Gewürzgürkchen. Und nochmal eine Breitseite. Komm schon. Jawohl. Atlanta ist raus. Oh, das ist die Hut. Da ist die Hut. Wir stehen natürlich komplett breit. Schnell eindrehen. Ah, Insel, geh weg. Ah, die Hut hat nicht mehr viel. Die Hut hat nicht mehr viel. Und unsere Torpedos sehen gut aus. Sie dreht ab. Das ist perfekt. Und jawohl, Hut ist versenkt. Wir sind schön gegen die Insel geballert. Aber sind wir auf Grund gelaufen? Ah, ah. Nee, wir kommen durch. Wir kommen durch. Wir haben uns befreit. Und da haben wir jetzt zwei. Ah, ich denke mal, die zwei feindlichen Zerstörer sind in unserer Base. Aber es ist natürlich jetzt gefährlich, hier wieder abzudrehen. Wir sollten uns hier jetzt wirklich erstmal um die Vanguard kümmern. Unser Kreuzer und unser Zerstörer fahren hoch. Also werden wir uns jetzt hier wirklich erstmal um die Vanguard kümmern. Und weiter natürlich mit AP draufschießen, weil was anderes haben wir natürlich nicht. So, und ihr seht's. Mit dem Perk weniger erlittenen Schaden halten wir wirklich sehr, sehr viel aus. So, dann gehen wir jetzt hier auf die Jagd nach der Vanguard. Wir werden natürlich hier als weiter mit AP drauf feuern. Jawohl, schön. Als weiter drauf. 77.000 Schaden haben wir schon. Die Tops gehen leider alle daneben. Aber wir haben ja auf der rechten Seite auch noch Tops geladen. Und dann versuchen wir jetzt hier wirklich brutal, aggressiv auf die Vanguard drauf zu halten, um sie dann eventuell mit Torps rausnehmen zu können. Aber dafür muss ich mir jetzt erstmal so ein bisschen ein Bild machen, wie die Vanguard fährt. Bleibt die Vanguard rechts oder wird sie eventuell nochmal drehen? Und als weiter drauf auf die Vanguard. Nochmal schön 4000 Schaden drauf gedrückt. Also ihr seht, die AP macht schon sehr viel Spaß. Ich hatte vorher bei der AP den Durchschlag verbessert, aber muss ganz ehrlich sagen, klar, bei Schlachtschiffen war das super, aber bei Kreuzern habe ich da wirklich immer sehr, sehr wenig Schaden gemacht. Deswegen habe ich diesen Perk wieder rausgenommen. Jawohl. Gut, dass wir nicht getoppt haben, denn die Vanguard hat dann nun doch nach links gedreht. So, da sie jetzt am Kartenende ist, ist sie gezwungen, nun nach links drehen zu müssen. Und das werden wir natürlich eiskalt ausnutzen und hauen hier unsere Torps raus. Ah, komm schon. Jawohl. Schön. Wieder kaum Schaden erlitten. Und das war's. Vanguard ist raus. 134.834 Schaden haben wir gemacht. Drei Schiffe versenkt. Sehr, sehr geil. So, jetzt fahren wir hoch zu unserer Base. Und versuchen dort die zwei feindlichen Zerstörer noch rauszunehmen. Aber der Zerstörer ist da. Zwei Schlachtschiffe sind da. Jawohl, ein Zerstörer ist schon weg. Also ich denke mal, bis wir da oben sind, hat sich das Thema wohl auch schon erledigt. Aber dennoch werden wir hochfahren, falls dort doch irgendwelche Komplikationen geben sollte, dass wir dann nochmal einschreiten können. Denn wir haben natürlich auch so nah an Bord. Und das ist natürlich sehr wirkungsvoll gegenüber Zerstörern. Ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass man auch mit der AP der britischen Kreuzer ziemlich guten Schaden auf Zerstörer drücken kann. Der Vorteil ist halt wirklich die geringe Reload-Zeit und dann kann man da wirklich sehr viel Schaden präsentieren, absorbieren, was auch immer.
Aber ihr seht, das Teil macht richtig Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die britischen Kreuzer machen mir einen Heidenspaß. Anfangs kam ich wirklich überhaupt nicht zurecht. Musste mir wirklich die Zeit nehmen, um mich wirklich mal reinzufuchsen. Nochmal ein bisschen ein paar Skillungen getestet. Ist halt schade. Für die Belfast nehme ich persönlich dann nochmal ein anderes Skillung. Da muss ich dann jedes Mal die Inspiration nochmal anpassen. Dass man da nicht halt wirklich die Kapitäne für jedes Schiff individuell anpassen kann und so festhalten kann. Das wäre halt noch eine schöne Möglichkeit, ne? Dass man dann nicht ständig dann den gleichen Kapitän wieder umskillen muss, damit dann halt, ja, auf den anderen Schiffen natürlich dann die andere Inspiration Wirkung tragen kann. Denn die Belfast hat eine sehr, sehr gute HE und da habe ich natürlich dann wieder viel auf HE geskillt, was ich natürlich bei den anderen britischen Kreuzern überhaupt nicht brauche, weil ihr wisst ja, wir haben kein HE. Gewichtsersparnis, damit wir schön schnell unterwegs sind. Wurde natürlich hier nur AP geladen und unser Edinburgh, ihr wisst ja, hat sehr viel Gold geladen. Ja, das Gefecht ist vorbei, meine Freunde. War eine sehr, sehr schöne, intensive, aggressive Runde mit der Edinburgh. Mir macht sie sehr, sehr viel Spaß. Also wer noch nicht die Edinburgh hat auf Stufe 7, ihr könnt euch drauf freuen. 134.834 Schaden. Platz 2, 3 Schiffe versenkt. Was will man mehr, Freunde? Klar, Platz 1 wäre noch schöner gewesen. Aber ihr seht, sie machen wirklich sehr viel Spaß. Man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen und dann gehen die Dinger wirklich sehr steil nach vorne. Ja, dann sehen wir uns spätestens am Sonntag wieder bei einem knackigen Livestream um 18 Uhr. Werde ich natürlich nochmal verkünden. Eventuell kommt nochmal ein Video die Woche. Mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Sonst kommt dann nächste Woche ein Fidschi-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, spätestens am Sonntag. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!